Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Zuhörer und Zuschauer. Heute haben wir Donnerstag, den 11.04.2024, kurz vor 11. Und ich treffe mich immer wieder mit dem lieben Georg Kepler. Und heute wollen wir mal das Thema Leberreinigung, wollen wir nochmal in Angriff nehmen, weil das ja auch ein ganz wichtiges Thema ist. Wir hatten ja letzte Woche parasitäre Maßnahmen, wie man dagegen vorgeht, um Parasiten aus dem Körper zu holen. Und da gehört die Leber und die Leberreinigung auch mit zu. Und deswegen gehen wir heute praktisch diesen zweiten Step weiter. Und da würde ich jetzt mal ganz gerne das Wort an unseren lieben Georg geben. Hallo, Georg, herzlich willkommen. Ja, danke und erstmal hallo allerseits. Thema Leberreinigung. Ne? Das Erste, was vielleicht wichtig wäre, ist, den Unterschied zu verstehen zwischen sauber machen und renovieren. Ne? Das sind zwei verschiedene Maßnahmen. Sauber machen tue ich ja jeden Tag irgendwo oder fast jeden Tag. Und unter den Saubermachmaßnahmen gibt es eben die tägliche Reinigung und dann gibt es sowas wie einen Frühjahrsputz. Und das dient einfach nur einer Wiederherstellung von einem Zustand, der schon mal kurz vorher da war. Ne? Das ist keine große Maßnahme. Sie macht einfach nur, dass ich die Sachen wieder benutzen kann. Ne? Das ist Saubermachen. Und dann macht man normalerweise eins, zweimal im Jahr der berühmte Frühjahrsputz, da macht man richtig ordentlich sauber. Weil dieses Husch, Husch, einmal Staubsaugen, das reicht für den Tagesbetrieb, aber das ist nicht gründlich genug für ewig, ne? Also für immer. Man muss ab und zu gründlich sauber machen. So, und das Saubermachen, das hilft ja nicht, wenn ich was verwohne. Also ich nehme mal das Beispiel Wohnung, weil jeder hat eine Wohnung oder ein Haus und wenn ich da drin lebe, dann hat das Abrieb. Ne? Und dann irgendwann braucht es eine Renovierung. Und eine Renovierung ist eine Maßnahme, die ist viel aufwendiger, aber ich habe eine bleibende Veränderung. Beim Saubermachen habe ich keine bleibende Veränderung. Sauber, dreckig, sauber, dreckig, sauber, dreckig, sauber, dreckig. Ne? Und bei der Renovierung ist es so, da Riesenaufwand und dann habe ich 10, 15, 20 Jahre was davon. Ja? So, die Leberreinigung ist eine Frühjahrsputzmaßnahme. Ja, das ist etwas, was ich periodisch immer mal wieder mache, wenn es ordentlich dreckig geworden ist. Und je nachdem, wie soll ich sagen, wie schnell bei mir der Dreck entsteht, umso öfter oder umso weniger oft mache ich die Leberreinigung. Nach Bedarf, ne? Wie soll ich sagen, je nachdem, wie hoch der Dreck steht. So, wir hatten ja viel über den Leberzauber geredet. Ja, der Leberzauber ist eher eine Renovierungsmaßnahme. Das heißt, unter dem Einfluss von dem Leberzauber verjüngt sich, oder sagen wir mal, da wird die Leber renoviert und sie arbeitet dann permanent hinterher. Wenn es abgeschlossen ist, für einen langen Zeitraum in einem höheren Niveau. Ja, also deswegen, das ist ein Unterschied. Viele Leute fragen, ich nehme Leberzauber, warum soll ich eine Leberreinigung machen? Oder umgekehrt, ich habe eine Leberreinigung gemacht, warum soll ich Leberzauber nehmen? Es ist kein Entweder-Oder, das ist ein Und, wie beim Haus, renovieren und sauber machen. Das ersetzt sich nicht. Okay? So zur praktischen Durchführung. Es gibt ja viele Leberreinigungen, ne, die popularisiert wurde, das in dem Buch von der Hulda Clark, Heilung ist möglich. Ich hatte das schon mal erwähnt. Ich hole es mal gerade noch mal kurz her zum Zeigen. Oh, ja. Zu früh gebrüllt, ich habe es ausgeliehen. Also das Buch heißt Heilung ist möglich. Der Titel ist es einfach zu kriegen, kann man im Internet gucken. Und in diesem Buch hat die Frau Dr. Clark unter anderem ihr System der Leberreinigung beschrieben, auch die Parasitenkur, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. Und danach gab es viele Veränderungen oder Erweiterungen dieser Clarkschen Kur, aber das ist sozusagen
sie hat das ja auch irgendwo abgeguckt, aber sie hat es popularisiert und alle anderen haben dann darauf aufgebaut. So ungefähr sieht das aus. Diese Leberreinigung ist eine Art Rosskur. Ich habe das ja schon mal erklärt in irgendeinem Video, wie die Entgiftung funktioniert, also wie der Müll, also es ist ja so, wir kommen mit zwei Töten vom Shopping in die Küche und dann kochen wir und so nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag gehen wir mit zwei Töten Müll wieder raus. So, das ist Stoffwechsel. Stoffwechsel ist nicht nur rein, sondern Stoffwechsel ist rein und raus. Na, es braucht eine Müllabfuhr. So, wie sieht die Müllabfuhr im Körper aus? Und die beiden Hauptorgane oder die drei Hauptorgane, das ist transportmäßig, also die Müllabfuhr selber ist das Lymphsystem. Na, und dann die, sag ich mal, die Entgiftungsstation, das ist sozusagen Leber und Niere. Und wie man das anschaulich beschreiben kann, das ist das, der Brühkaffee. Na? Also nochmal, jede Zelle ist an eine Kanalisation angeschlossen, hat einen Abfluss und dieser Abfluss, das ist das Lymphsystem. Das geht alles zusammen, das Lymphsystem, ne, und wie ein Fluss mit seinen Nebenflüssen, das mündet dann ins Blut, in der oberen Hohlvene. Also der ganze Dreck aus den Zellen kommt wieder zurück ins Blut. Ne? Auf dem Weg ins Blut wird er von den Lymphknoten entgiftet, also so, dass es keine akute Bedrohung ist. Es wird chemisch und biologisch neutralisiert, so dass wir dann einen inaktiven Müll im Blut haben. Trotzdem, der ist dann drin und zwar in Masse. Das Blut ist also ein ganz besonderer Saft, wie das im Faust gesagt wird, weil da ist der Müll, die Nährstoffe, Hormone, alles ist da gleichzeitig drin. Und es geht. Ne? So aus dem Blut wird dann der Müll natürlich rausgefiltert. Das ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr und so weiter. Und beim Kaffeefilter, wenn man das vergleicht, ne, das, was durch die Filtertüte und den Kaffee durchtropft und dann als Kaffee getrunken wird, das ist der Urin. Also Dinge, die wasserlöslich sind und klein genug sind, um durch den Filter durchzupassen, das kommt in die Blase und wird dann als Urin abgegeben. Alles andere, was im Filter hängen bleibt, das ist das, was die Leber rausschmeißen muss. Und das ist nicht mehr flüssig, das ist ein Klärschlamm. Und das ist nicht ein bisschen, sondern das sind Mengen. Das sind jeden Tag ungefähr zwei solche Hände voll. Das sind die beiden Tüten, die da jeden Tag raus müssen. So dieses, das ist ein grober Dreck, da ist drin alles, was zu groß ist, um durch die Filterporen zu passen und alles, was sich nicht in Wasser löst. Das bleibt alles im Filter hängen. So, dieser Klärschlamm, den kann ja die Leber auch nicht behalten, sondern die Leber holt den nur aus dem Blut raus und dann wird er zusammen mit dem Verdauungssaft, der Verdauungssaft verflüssigt sozusagen den Kaffeesatz und dann wird das Ganze nach jedem Essen in den Darm abgegeben. Also schon wieder ein Wunder. Ne? Der sogenannte Gallensaft ist eine Mischung aus Müll und Verdauungssaft und Hormone und. So, wenn jetzt das Verhältnis von Flüssigkeit zu Klärschlamm nicht stimmt, dann klumpt der natürlich. Ne? Und das ist das Material, woraus dann Gallen- oder Lebersteine entstehen. Da bilden sich also Klumpen. Und wenn die dann stecken bleiben irgendwo, am Anfang ist das halt Kaffeesatz sozusagen. Und dann, wenn die irgendwo stecken bleiben über Monate und Jahre, dann kalzifizieren die. Das heißt, das Rohmaterial für Gallensteine entsteht jeden Tag haufenweise. Na? Also da ist nichts zu machen, das ist so. Aber entstehen tun die eben nur, wenn zu wenig Flüssigkeit oder zu viel Schlamm da ist. Ne? So, egal. Auf jeden Fall, so wie ein Haus verstaubt oder so, so verklebt und solche Ablagerungen, dass die in der Leber irgendwo mal stecken bleiben, ein bisschen hier, und das ist ganz normal. Und deswegen müsste man ab und zu mal eine Leberreinigung machen. Und früher ist es passiert, einfach indem man im Winter nichts zu fressen gekriegt hat und 3 Monate sozusagen
oder 2,5 oder 1 Monat zumindest zwangsweise gefastet hat in der Zeit. Das war sozusagen auch eine automatische Leberreinigung. Da wurde die Leber sozusagen durchgeputzt, ne? Weil es gab nichts zu essen, dann hat der Körper Zeit. Wenn ich das mal richtig interpretiere, dann waren ja praktisch auch diese Fastenmonate über den Winter. Das war ja auch dadurch bedingt, dass es in einigen Regionen Lebensmittel nicht in Hülle und Fülle gab, wie sie heute beim Kaufmann praktisch angeboten werden. Diese ganze Überfüllung der Gesellschaft ist ja praktisch dadurch entstanden, dass man immer mehr auf den Markt geschmissen hat, zum Beispiel auch Lebensmittel, die hier überhaupt nicht hingehören, wenn man es mal so sagt, und die ja immer regionsweise aufgeteilt worden sind und für die Menschen vor Ort eigentlich wichtig waren, dass sie sich zu sich nehmen. Und dadurch wurde das praktisch alles überladen, dass wir uns gar keine Gedanken mehr darüber machen, auf unseren Körper zu achten. Man müsste sich wirklich mal entschlacken, mal wirklich auch mal fasten, was früher eigentlich ganz normal war, dadurch, dass es kalt war, es gab keine Ernten, es gab wenig Brot. Und ne, so stelle ich mir das vor. Das sind halt die Nachteile der Vorratswirtschaft. Und egal, ob das Essen, was ich das ganze Jahr lang, ob das gut oder schlecht ist, das Problem entsteht durch das ist die Schattenseite der Vorratswirtschaft. Ne? Es hat Sonnenseiten, alles hat immer Vor- und Nachteile. Ne? Und wenn ich halt nicht hungere einmal im Jahr für einen längeren Zeitraum, dann hat das eben diesen Nachteil. Ne? Und damit bezahlen wir unsere Zivilisation. Und dadurch entstehen, so wie du gesagt hast, Zivilisationskrankheiten. Die haben aber das hat mit der Qualität des Essens nicht unbedingt was zu tun. Wenn das Essen schlecht ist, geht es natürlich noch schneller. Es hat damit was zu tun, dass wir natürlich Zyklen, in denen wir groß geworden sind über Millionen von Jahren, dass wir die verändert haben. Und das, was vorher die Natur uns sozusagen aufgedrängt oder aufgezwungen hatte, das müssen wir jetzt, genauso wie wir künstlich die Vorratswirtschaft machen, so müssen wir jetzt sozusagen künstlich fasten, künstlich sauber machen. Das braucht jemand nicht, wenn der noch in dem Jahresrhythmus leben würde. Ne? Egal. So, das heißt, die Leber, die eben in diesem Dauerbetrieb die sozusagen die verbappt, die verklebt, die verklumpt. Ne? Und deswegen ist es wichtig, da ab und zu so eine Reinigung zu machen. So, das war jetzt erstmal der Hintergrund, warum und was der Sinn davon ist. Und noch eine Sache gleich am Anfang, ich werde sie wiederholen. Das, worauf bei der Leberreinigung ankommt, ist eine Erleichterung. Das heißt, wenn eine Leberreinigung erfolgreich ist, dann ist hinter jemand, fühlt sich erleichtert und zwar für eine längere Zeit. Alles geht leichter von der Hand sozusagen. Ich komme leichter aus dem Bett, ich habe mehr Bewegungslust und so. Das ist so, wenn die Leber verklebt ist. So, wie wird's gemacht? Das Prinzip ist jetzt, ne, es sind ja diese Klumpen, diese Verklumpungen in der Leber, ne? Und die müssen irgendwie rausgeschoben werden. So soll das ja, das ist ja sowieso das System. Und jetzt diesen natürlichen Vorgang, den führe ich jetzt mit Hilfe von der Leberreinigung in einem stärkeren Ausmaß künstlich herbei. Na? Erreicht wird es dadurch, also ich habe zum Beispiel, wenn man eine Leberreinigung machen wollte, dann würde man leicht frühstücken, habe ich heute gemacht. Dann gibt es um die Mittagszeit nochmal sowas wie eine Miso-Suppe oder eine klare Gemüsebrühe, also sehr leichtes Essen und nach 2 Uhr weder essen noch trinken. Ja? Und dann diesen Fahrplan, den schicken wir nachher rum, ne? Mit einem Link auch, so dann kann, weil das kann sich keiner merken, aber es kann jeder lesen. So um 18 Uhr gibt es ein Getränk, und zwar zum Abführen. Na, damit, weil wenn ich die Leber sauber machen will, dann darf nicht vorne auch noch was dran sein. Es braucht sozusagen freie Bahn im Darm, ne, und damit da nichts behindert. Und auch die Leber, das wird mit Bittersalz erzeugt. Bittersalz ist ein bekanntes Abführmittel. Ich zeige euch mal, wie es aussieht.
Na, das sieht so ein bisschen aus wie ein Zucker oder so ein grobes Salz, ne, weiß. Und davon 2 Esslöffel in ein großes Glas Wasser. Ich habe jetzt, bei uns gibt es keine 0,4 Gläser im Haushalt, deswegen habe ich hier so eine Tasse genommen, da geht ein halber Liter rein. Die mache ich nicht ganz voll. Ne? So, dann kommen da ungefähr 300, 400 Milliliter Wasser rein. Plus, minus, kommt nicht so drauf an. Und dann schön umrühren, bis alles aufgelöst ist. So, das wird um 18 Uhr getrunken. Mache ich jetzt nicht, mache ich heute Abend um 6. Ne? Und um 20 Uhr wird das Ganze wiederholt. Da gibt es eine zweite Portion. Wieder 2 Esslöffel, ungefähr 300, 400 Milliliter Wasser. Rühren, bis es aufgelöst ist. Ne? Das geht relativ schnell, kein Problem. Und dann trinken. So. Dann würde das zwischen 20 und 22 Uhr müsste das einen Toilettengang verursachen. Also man kriegt eine Art Durchfall. Ist eben Abführmittel. Und dann um 22 Uhr gibt es ein anderes Getränk. Das sind 125 Milliliter Olivenöl, reines Olivenöl. Ich habe hier, ihr braucht kein so ein, das, ich habe das hier nur in so einem Becherglas mit Skala, damit das anschaulich ist. Das geht in jedem anderen Glas auch. Das sind 125 Milliliter Olivenöl drin, reines Olivenöl. Und dann kommt mindestens die gleiche Menge Grapefruitsaft dazu. Rote Grapefruit. Ne, und das ist ein Gemisch, die wird ausgepresst. Und dann holt man aus der Grapefruit auch noch das Fruchtfleisch raus. Das sieht dann hinterher, wenn ich fertig bin, sieht das so aus. Ne? Die ist also sozusagen komplett leer. So, die Menge an Grapefruitsaft plus Fruchtfleisch, die sollte mehr sein, ein bisschen mehr zumindest, oder auf keinen Fall weniger als Olivenöl, sonst kriege ich das schlecht runter. Ne? Das wird dann also da reingekippt. So, und jetzt ist das fast ein Viertel-Liter. So, und man sieht dann hier, ne, das Öl, wie bei Wasser und so, das trennt sich. Ne? Und wenn ich umrühre, dann fängt das an, sich so ein bisschen zu vermischen. Und sobald ich aufhöre zu rühren, fängt es wieder an, sich zu trennen. Also jetzt habe ich die Emulsion und wenn ihr hinschaut, ne, das fängt sofort sich an, wieder zu trennen. Also müsste man richtig ordentlich rühren. Deswegen habe ich auch ein großes Glas genommen, weil wenn das voll ist, geht das nicht. Ne? Schön durchmischen und dann muss man sozusagen so trinken. Alternativ, wer einen Mixer hat, der kann das in den Mixer tun, dann wird das gründlicher gemischt und dann trennt sich die Emulsion nicht so schnell. Wichtig ist jetzt, dass ich, bevor ich das Getränk trinke oder auch, ja, dass ich mich bettfertig gemacht habe. Sozusagen, das wird an der Bettkante getrunken, dass man gleich danach in die Horizontale geht. Ne? Nicht mehr sitzen, sondern hinlegen. Okay, so. Dann, ich würde mein Buch an die Seite legen und eine Nachttischlampe, weil wenn ich nicht schlafen kann, dann lese ich. Ne? Oder irgendwie was beschäftigen, meinetwegen Fernsehen oder sowas immer. Aber das, was richtig doof ist und was Leuten Probleme bereitet, ist, weil das rumpelt dann hier so ein bisschen, ne? Man merkt, das arbeitet. Ne? Und wenn dann die Aufmerksamkeit hier hingeht, das hilft nicht. Lieber ein bisschen ablenken. Ne? Also einen spannenden Film gucken oder und wer schlafen kann, kein Problem. So, das nächste, das würde dann morgens um 6 passieren. Da gibt es dann wieder 2 Esslöffel Bittersalz zum dritten Mal in ungefähr 300 bis 400 Milliliter Wasser. Ne? Und das macht man sofort um 6 Uhr praktisch, man kann sich das ans Bett stellen. Ne? Oder geht in die Küche, also direkt nach dem Aufstehen. 6 Uhr Wecker stellen notfalls, ne? Und dann das dritte Mal Bittersalz trinken. Okay, und das war es dann ungefähr. Das ist praktisch der Ablauf der Leberreinigung. Und dann muss man natürlich
einmal zur Toilette, zweimal zur Toilette, dreimal, viermal, fünfmal. Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Manche bleiben sitzen, nehmen sich das Buch mit. Das muss halt jeder rausfinden. Andere rennen. Was ich noch sagen würde, vorschlagen würde, ist, wenn man da jedes Mal sich den Hintern mit Klopapier abwischt, der wird langsam wund. Weil das reibt. Also vielleicht mit Wasser spülen und nur abtrocknen. Also das, so wie es die Asiaten machen, die nehmen kein Klopapier, die nehmen einfach Wasser. So in der Flasche, dann hinten sozusagen spülen. Spülen statt reiben. Na? Spätestens dann, wenn der Hintern wund ist. Okay. Das war jetzt einfach der Fahrplan. Jetzt müssen wir mal drüber reden, wie das, sagen wir mal, was dann vermutlich morgens passiert, ne? Die Leber ist das heißeste Organ im Körper. Und es ist auch das Organ, wo die unterdrückte Wut sitzt. So, das mag sein, dass die rauskommt. Beziehungsweise, das heißt, dass bei einer Leberreinigung eine Periode der schlechten Laune auftritt. Das ist unvermeidbar. Es ist nur nicht sicher, wann die kommt. Ne? Bei manchen Leuten kommt sie gleich am Anfang, wenn sie das Bittersalz trinken müssen. Bei anderen kommt es, wenn sie das Olivenöl-Grapefruitsaft-Gemisch trinken. Bei anderen kommt es irgendwann in der Nacht. Bei anderen kommt es beim Aufstehen. So. Aber jeder sollte sich darauf einrichten, dass er nicht ungeschoren in puncto schlechter Laune davonkommt. Gehört dazu. Auch weil die Reinigung ist nicht nur auf der körperlichen Ebene. Da wird auch vieles in Gefühlen und Gedanken eventuell losgetriggert und es ist eine wunderbare Gelegenheit, das gleich mit zu entgiften. Beziehungsweise von dem Impuls, der läuft dann eventuell, wenn es richtig Dolle ist, auch eventuell über Wochen. Ne? So. Also nicht überrascht sein, wenn die schlechte Laune kommt, die geht vorbei. Was wichtig ist, morgens, ne? Weil da entsteht dann, bei manchen Leuten entsteht Hunger sofort und bei anderen eben nicht. So das Frühstück oder so, das sollte jeder nach seinem wie es bei ihm abläuft. Ich empfehle auf jeden Fall erstmal Saft zu trinken, Fruchtsaft. Also was gut ankommt, ist süß-sauer. Und die ersten oder Äpfel, Birnen, Orangen, sowas. Ne? Also süß-saure Früchte, die A viel Flüssigkeit haben, weil der Körper ist durch das Bittersalz, durch das Abführen oder so, ist er sozusagen entwässert. Ne? Und da ist eine gewisse Gier da auch. Also eine richtige, die Leute, die werden dann beim die wollen unbedingt flüssig, also die wollen was zu sich nehmen und viele missinterpretieren, dass die essen dann meinetwegen Schnitzel, also die essen dann gleich schwere Sachen und das empfehle ich nicht, ne? Leicht verdaulich erstmal, langsam angehen, also nicht stopfen und schlingen, sondern in kleinen Portionen gemütlich angehen, ne? Dem Körper Zeit geben. Das braucht er. Ne? Und dann gucken, wie sich der Appetit entwickelt. Ne? Viele Leute, die auch gern Schnitzel oder Blutwurst essen würden, ne, wenn die erstmal ein bisschen Saft getrunken haben, dann geht auch das normalisiert sich. Ne, da wird halt, viele Leute haben mit Hungern so ein, verbinden damit Sterben. Ne, und entsprechend kommen die dann aus der Leberreinigung aus. Jetzt ist 5 nach 6, ich habe meinen. Ja, Futter, 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 ne? Und gar nicht, weil Hunger da ist. Das sagt gar nicht der Magen. Hier oben fängt es an zu spinnen. So, wer dann dem nachgibt, der wird überleben, ist kein Problem. Die Leberreinigung funktioniert trotzdem. Nur die schlechte Laune, die wird dann eben verlängert. Das gibt garantiert, denn das erste Essen, speziell wenn es schwer ist, ne, der Körper fühlt sich ja leicht danach, ne? Und dann kommt diese Schwere durchs Essen rein. Und nach dem Frühstück kriegen 95% der Leute ein richtig dolles Verdauungstief. Und abhängig vom Essen, ne, beziehungsweise vom Trinken, gibt es da Riesenunterschiede, auch von Apfelsaft.
oder Orangensaft nur gemütlich getrunken, gibt es ein Verdauungstief. Dieser Durchhänger, der dauert so mindestens 2 Stunden. Mittlerweile muss man dann noch eventuell aufs Klo immer mal wieder. Und dann kommt der Umschlagpunkt. Ne? Dann geht das von diesem Verdauungstief. Ne? Wenn die Energie kommt aus dem Verdauungsprozess, dann werden die Leute wie ein Hühnerhaufen. Ne? Das schlägt ihnen, die können dann nicht mehr still sitzen. So, das wäre die nächste Phase. Ne? Erst kommt dieses richtig dolle Verdauungstief und dann kommt praktisch die Unmöglichkeit, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Da muss man praktisch manche joggen, Holz hacken. Der Körper schreit nach Aktivität. Ja? Und dann kommt ein gesunder Hunger nach dieser Aktivität und dann in dem Mittagessen, was dann käme oder so. Dann muss man auch nicht mehr so drauf achten, was Leichtes zu essen oder so, sondern da kann man dann hemmungslos. Da ist man gut beraten, seinem Appetit ungehemmt zu folgen. Ja? So, dieses Leichtigkeitsgefühl, ne, und auch diese, nennen wir es mal Lebenslust oder Bewegungslust, das ist das, was eine saubere Leber kennzeichnet. Ne? Eine dreckige Leber, also eine verschmutzte, eine verstopfte Leber, die triggert eher so depressive Launen. Ne? Müdigkeit, morgens Blei im Arsch, man kommt nicht aus dem Bett raus. Ne? Ich fühle mich morgens schon gerädert und das ändert sich am ganzen Tag nicht. So, das sind Geschichten, die haben meistens damit zu tun, dass die Leber ihre Arbeit nicht gebacken kriegt. Und da wäre dann eine Leberreinigung beziehungsweise auch eine Unterstützung mit Bitterstoffen, eine Renovierung, die wäre dann erforderlich. Und das Gegenteil, eine gut funktionierende Leber, das ist genauso, da habe ich nicht Blei im Hintern, sondern Hummeln. Da juckt mich das Tanzbein. Ne? Die Ideen sprühen, ich möchte was. Also es sprüht alles. Ne? Gefühle, ne, alles will raus. Ne? Es ist wie eine Art Frühling. Ne? Und eine schlecht funktionierende Leber ist eine Art Winter. Ne? Gut. Jetzt. Das mal der grobe Ablauf und das grobe Muster. Und innerhalb von diesem Muster gibt es natürlich individuelle Abweichungen. Aber das grobe Muster ist bei fast allen gleich. Jetzt, worauf kommt es an? Ne? Bei den vielen Leberreinigungen liegt der Fokus auf diesen Stein, ne? Auf den sogenannten Stein. Das sind die Ablagerungen, die aus der Leber rauskommen. Und dadurch, dass man so gründlich abgeführt hat mit Bittersalz, wenn das klappt, sieht man die. Weil ja im Darm ist nichts mehr drin, dann kommt aus der Leber nur das raus, was gerade eben durchgeschoben wird. Das ist eben das Olivenöl mit Grapefruitsaft und das, was vorne dran hängt. Ne? Und meistens ist es dann so, man sieht dann in der Schüssel so grüne Klumpen, manchmal wie so die Asteroiden aussehen, so an der Oberfläche, so mit kleinen. Also unregelmäßig, nicht rund oder so, die sind nicht eckig oder so, die sind alles rund, aber eben so pockig, Pockennarben gesehen. Und die Größe bis ungefähr die Daumennagelgröße. Ne? Das sind die größten und dann kleinere in allen möglichen. Und die sind grasgrün, weil frischer Gallensaft ist grün, wie das Grün, was jetzt gerade eben auf der Wiese wächst. So eine Farbe hat das, ne? So, das kommt dann meistens hier so in der Menge, also man kann es nicht übersehen, so viel. Ne? Und unter diesen grünen, die sind so wachsweich, ne? Wenn ich könnte die so zerdrücken, ne? Die gehen dann, also ohne großen Aufwand, wenn ich einen in den Finger nehme, die quellen dann so raus und bröseln. Ne? So, was man noch eventuell findet, dass also diese grünen Steine, die sind sozusagen im Tages, die sind neu, die sind gerade eben erst entstanden. Ne? Dann ältere Ablagerungen, haben die Farbe von einem Briefkasten, postgelb. Die sind meistens flach und scharf, die haben Kanten, ne? Die sind also nicht mehr rund, sondern oft flach, wie so ein,
wie so ein Stück Granulat von Plastik. Aber oft wirklich flach, als hätte man, als wäre es eine Scheibe gewesen, die zerbröselt ist. Ne? Und diese postgelben Ablagerungen, die kann ich so nicht mehr zerdrücken. Da müsste ich sozusagen mit dem Fingernagel drauf und so machen wie bei einem Floh. Ne? Und dann würde das so, man könnte das dann pulverisieren. Also die sind nicht hart, aber sie sind auch nicht weich. Ne? Man kann sie zerdrücken und zerquetschen, aber es braucht einen Kraftaufwand. So geht es nicht mehr. Eine Frage zu. Das wäre jetzt praktisch danach, nachdem ich jetzt meine Leber entgiftet habe, praktisch, ne? Was dann an Ausstattung auf mich zukommen würde, was ich erwarten könnte. Ja, diese Leichtigkeit. Ja. Das ist das, worauf es ankommt. Ne? So wie das in der Literatur präsentiert wird, gucken alle Leute in die Schüssel und zählen Steine oder Ablagerungen. Deswegen habe ich jetzt gerade auch angefangen, die aufzulisten, was da rauskommen kann, dass man das einstufen kann. Und die sagen sozusagen, der Erfolg wird gemessen an der Menge und an dem, was da rauskommt. Der Meinung bin ich nicht. Der Erfolg der Leberreinigung zeigt sich durch das Leichtigkeitsgefühl. Und je länger das anhält, umso erfolgreicher war die Leberreinigung. Ne? Und wenn eine Leberreinigung, viele Leute, die merken das und die sagen, oh, das hatte ich jetzt 3 Tage lang, das will ich wieder haben. Ich mache gleich noch eine. So. Nicht so gut. Mindestabstand zwischen 2 Leberreinigungen 14 Tage. Ja? Und die nächste Frage ist dann natürlich, wann habe ich zu viele Leberreinigungen gemacht? Und da sage ich Folgendes, in dem Moment, wo man kein Leichtigkeitsgefühl mehr kriegt, habe ich es übertrieben. Ne? Weil natürlich eine Leberreinigung ist anstrengend. Das ist ja, ich habe ja Durchfall, ich habe Elektrolytverlust. Also so, und das hat immer alles Vor- und Nachteile. Und wenn die Nachteile überwiegen, also der Elektrolytverlust, dann bleibe ich schlapp. Ne? Also das, was nach dem Frühstück kommt, ne, diese, das geht nicht mehr weg. Ich kriege nicht mehr das Sprühen. Ich kriege nicht mehr die, oh, wo ist der Baum zum Rausreißen? Ne? Das kriege ich dann nicht mehr. Und wenn nicht, dann war eine Leberreinigung sozusagen nicht erfolgreich. Genau. Du machst ja auch selber diesen Leberzauber. Kann der zur Unterstützung damit beitragen oder kann ich das nur mit dem Leberzauber machen, dass ich die Leber reinige? Wie sieht das da aus? Ja, da muss, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, da ist der Unterschied zwischen renovieren und sauber machen. Leberzauber ist eine Renovierung, das ist eine Maßnahme, die braucht mehrere Monate. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Eine Reinigung ist etwas, was immer wieder gemacht werden muss und das ist ein Und, kein Entweder-Oder. Na? Bitterstoffe, ne, der Gallensaft ist ja bitter. Na, und wenn ich jetzt Bitterstoffe zuführe, dann nehme ich der Leber eine Arbeit ab, weil sie müsste sonst die Bitterstoffe aus dem Essen stricken. Und wenn ich ihr die Bitterstoffe sozusagen fertig in ausreichender Menge gebe, dann kann sie mit dieser Arbeit, die kann sie liegen lassen und kann die Energie, die da sonst reingeht, was nicht unerheblich ist, weil Bitterstoffe braucht sie Mengen, ne, die kann sie dann woanders reinstecken. Ne, das Problem ist, wenn jemand Blei im Hintern hat, sozusagen, also wenn er morgens sich gut rauskommt, der physiologisch gesehen entsteht im Tagesbetrieb durch meine Aktivitäten mehr Müll, als die Leber wegarbeiten kann. Das heißt, vom Morgen an sozusagen wird der Müllhaufen immer größer. Ja? Und dann, wenn der Müllhaufen eine bestimmte, das ist dann wie im Tank mit dem Schwimmer, wenn der Haufen eine bestimmte Größe erreicht hat, dann löst er so ein Schwimmer aus und bei mir kommen die Rollläden runter. Ich werde müde. Das heißt, die Müdigkeit, die uns dann zum Schlafen bringt, kommt immer dann zustande, wenn der Müllhaufen eine gewisse Größe erreicht hat. Und dann schlafen wir und in der Nacht arbeitet die Leber den Haufen ab. Das heißt, morgens stehe ich im günstigsten Fall auf und der Haufen ist weg. Und dann habe ich eben kein Blei im Hintern und gucke nach dem Baum zum Ausreißen. Na? So, wenn die Leber, wenn so viel Müll entstanden ist oder die Leber nicht mehr ihre Kapazität hat, ne, dann mache ich morgens auf
und der Haufen ist nicht ganz weg. Na? Und dann passiert es dann eben, wer eine chronische Krankheit hat oder so eine Zivilisationskrankheit, ne? Da ist der Haufen, der wird dann immer größer, immer größer, immer größer. Und dann bin ich den ganzen Tag müde, weil ich wach auf und der Haufen ist schon so groß, dass er gegen den Schwimmer schlägt, so ungefähr. Ne? Und das sind immer die Zeichen, deswegen ist der Spruch, der dann bei mir auch überall auf der Webseite steht, ist: Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Die Leber hat keine Schmerzrezeptoren, weil wenn sie das hätte, würden wir den ganzen Tag schreiend auf der Straße rumlaufen, alle. Ne? Die Leber muss 24 Stunden arbeiten, nur um immer wieder einmal am Tag morgens beim Aufstehen den Haufen auf Null zu bringen. Das ist die Realität, das ist, wie soll ich sagen, malochen. Ja, klar. Jetzt nochmal eine Verständnisfrage für mich, also diese Salz, wo man das herbekommt, hast du da irgendwelche Links für uns oder auch eine Anleitung, wie man das am besten macht? Ja, früher gab es das in der Apotheke, das gibt es auch heute noch in der Apotheke, aber da kostet dann 100 Gramm 10 Euro oder so. Hm. Wintersalz kriegt man bei eBay oder bei mir auch. Man braucht ungefähr 100 Gramm für eine Leberreinigung pro Person. Das kostet, glaube ich, 2,50. Ja, guck mal. Ja. Da gibt es noch ein bisschen Unterschiede mit den Preisen. Ja, ich sehe gerade, wir sind schon wieder in der Zeit angekommen, wo es dann für einige Menschen leider mühselig wird, zuzuhören. Deswegen wollen wir uns immer in diesem Rahmen bewegen, damit wir auch die Menschen, die das anschauen und zuhören, dass sie das auch bis zum Schluss durchhalten. Das ist halt so, ist halt eine ziemlich schnelle Gesellschaft geworden. Ist eigentlich schade, ein sehr interessantes Thema. Nein, wir schicken ja die Info nach. Und genau. Da gibt es auch eine Fragen und Antworten zur Leberreinigung. Das heißt, alles, was ich jetzt erzählt habe, kann man dort nachlesen, immer wieder. Und es sind auch viele Fragen beantwortet dort, die dann entstehen, wenn man sowas mal gemacht hat. Die sind jetzt nicht interessant, aber die entstehen. Das heißt, man könnte auch, wenn man eine Leberreinigung macht und die Fragen während dem Prozess aufkommen, dann kann man dort nachgucken. Genau, das ist ja auch wichtig für die Leute Leicht. Oder für die Menschen, wie die es jetzt machen oder bevor sie es machen, da tauchen ja immer wieder Fragen auf, die wir vielleicht heute nicht diskutiert haben und wo dann nachgefragt wird, wie ist das hier, wie ist das da. Wenn sie dann noch Antworten dazu bekommen, ist das natürlich noch besser. Ne? Ist natürlich logisch. Genau. Ne, dafür machen wir das ja, die Arbeit hier. Und ich will noch was zum eigenen Verständnis machen. Ihr merkt, bei uns ist das eigentlich ziemlich regelmäßig bei den zwischen Georg und mir, dass wir uns mittwochs meistens treffen. Jetzt ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Kann passieren durch Besuch, einem und dran, ist auch kein Problem. Jetzt treffen wir uns am Donnerstag. Wir werden das auf jeden Fall beibehalten. Und wenn ich das so sagen darf, Georg, nächsten Mittwoch? Ja. Nächsten Mittwoch dann wieder zur alten Zeit, zur gewohnten Zeit. Und ich finde das wichtig, dass man wirklich jetzt auch guckt, was man für alternative Möglichkeiten hat, bevor man irgendwelche chronischen Krankheiten bekommt, steht natürlich jeder selbst in seiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass er sich auch gesund hält. Und, also die Leberreinigung wäre eine Alternative zu einer Gallenstein-Operation eventuell. Ja, guck mal, da haben wir schon. Und deswegen machen wir das gerne und wir werden das auch weitermachen, weil ich das sehe ich so als Zukunftsmedizin, dass man wirklich wieder reingeht, sich selbst zu heilen und zwar nicht mit Pharmazeutikern, sondern mit Naturprodukten, mit Mitteln, ist das ein kleiner Weg, wie man zeigen kann, wie man sich gesund erhält und auch wie er gesund wird. Und das ist eine ganz große Sache in meinen Augen. Das gefällt mir. Lieber Georg, das war's zu diesem Thema. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viel zugelernt. Und wie gesagt, wir müssen uns da gleich auch nochmal unterhalten, wenn wir jetzt hier abgeschaltet haben. Ja. Ich hätte schon so ein paar Fragen und die dann aufkommen. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr beim nächsten Mal wieder einschalten zu unserem Impulsgespräch zwischen Georg und mir. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche mit viel Sonne, mit viel Liebe im Herzen. Ja, die Sonne, die kommt ja jetzt richtig raus. Das fängt ja jetzt richtig an, Frühlingsgefühle und so weiter und so fort. Ja, grüne Wand ist halt da. Genau. Und dann wünschen wir was. Georg wünsche ich auch natürlich eine wunderbare Woche und ich verbringe euer Mathis vom Tatsachenkanal. Bis dann, ihr Lieben. Frohe Frühlingstage an alle, ne? Und Grüße. Genau.